Zigaretten darf man erst ab 18 kaufen. Aber woher bekommen die Jugendlichen, die rauchen, ihre Zigaretten? Neben Freunden, die Minderjährigen Zigaretten geben, kriegen die Jugendlichen selbst ihre Zigaretten sehr oft auch an Kiosken. An der Potbi gibt es mehrere Kioske, die sich ans Gesetz halten. Kein Alkohol und keine Zigaretten an Jugendliche verkaufen. Doch es gibt welche, die sich genau gesagt nicht hundertprozentig daran halten. Die sogenannten Vertrauenskioske. Ein Vertrauenskiosk ist, wenn ich zum Beispiel das Vertrauen eines Kioskbesitzers für mich gewinne. Das mache ich, indem ich mehrere Male zu ihm gehe und erlaubte Sachen kaufe. Und dabei mit ihm ein bisschen über sein Geschäft quatsche. Ausländer haben dabei klare Vorteile. Wir haben eine Gruppe von Jugendlichen befragt, von den 22 genannten Kiosken sind 17 Vertrauenskioske. So, erste Frage war, Wie viel Umsatz machen die durch Zigaretten? Es ist zuerst nicht so, dass man direkt sagen kann, im Sommer ist ganz anders, im Winter ist ganz anders. Es kommt darauf an, ganz unterschiedlich. Aber bei mir durchschnittlich ist das so, Einkauf ist ungefähr 3000 Euro monatlich, Verkauf ist ungefähr 3000 Euro 400, 3000 Euro 500. Das heißt, diese 400 Euro ist so gesagt Gewinn, aber wiederum von denen wird das von der Lieferung oder weiß was ich, Steuerberaterin und weiter bezahlt. Also ungefähr pro Stange ist das 1,50 Euro Gewinn. Wiederum geht 70, 80 bis 90 Cent wieder weg. Also stangemäßig 60 Cent. Also vom Tagesumsatz ist ein Drittel Zigaretten, ein Drittel Alkohol und der Rest ist Zeitschriften und Süßigkeiten und normale Getränke, also alkoholfreie. Und wie viel Geld verdienen Sie an einer Schachtel? Zwischen 2 und 5%. 1,50 Euro. An die Gewinnvereinschaft. Genau. 5,8%. Würden Sie pleite gehen, wenn Sie keine Zigaretten oder keinen Alkohol mehr verkaufen würden? Ja. Und warum? Weil dann kein Verdienst mehr da ist. Der Verdienst fehlt ja, ne? Wenn das ein Drittel ist, kann man sich das ja mal ausrechnen. Die Antwort ist jein, weil die Sache ist so, Gewinn macht man nicht viel. Aber bei dem Kiosk ist das so, es muss man haben. Also das heißt, derjenige, der seine Zigarette hier kauft, kauft sich, nehmen wir an, etwas anderes. Das heißt, wenn ich das nicht weiter verkaufen, nein, also ich gehe nicht pleite. Aber und dann habe ich keine Kundschaft mehr. Weil viele von unserer Kundschaft sind so, entweder wollen sie Tabak haben oder so gesagt teilweise Alkohol. Wenn man die beide nicht haben, ja, geht man pleite, weil keine Kundschaft ist da. Oder muss stattdessen etwas anderes sein. Zurzeit, es ist nicht so. Der Umsatz, also die prozentuelle Gewinnspanne muss da sein, sonst kann man nicht, man muss ja seine Rechnung auch bezahlen. Ne? Und wenn die Rechnungen immer höher werden und man hat den Umsatz nicht mehr, dann kann man zumachen. Oder man geht zum Sozialamt und holt sich den Rest zum Leben. Das ist Tatsache. So weit sind wir heutzutage schon. So. Nö, Ausweisfragen einfach. Nein. Schwierig kann man nicht sagen. Schwierig ist das so, man muss immer jede Kundschaft einfach im Gesicht gucken und sich entscheiden, okay, ist es 18, 16? Und bei Erwachsenen ist das eine Beleidigung, wenn man fragt, geben Sie mir den Ausweis? Ne? Die werden mal die Bösen und sagen, was soll denn das? Ich bin 21. Manchmal ist das so, man schätzt, okay, derjenige ist 21 oder 22 Jahre alt und dann, wenn man sagt, okay, gib mir deinen Ausweis, ist 16. Also jeden Tag mit solchen Leuten zu tun haben, es nervt. Das ist kein Problem. Wenn man keine 18 ist, kann man keine Zigarette kaufen und keinen Alkohol trinken. Ganz einfach. Und übrigens, was ich nicht verstehen kann, darf ich vielleicht jetzt sagen, ist das so, ich weiß nicht, warum von der Gesetz und Gesetzgeber wurde so gesagt, ich muss so gesagt bestraft werden. Weil ich meine, derjenige, der 15 ist, weiß genau Bescheid. Gesetz hat sie gesagt, ich darf nicht. Aber trotzdem komm rein, obwohl der weiß, ich bin 15. Und ich werde bestraft. Warum haben sie das verkauft? Meiner Meinung nach, das Gesetz muss einfach sagen, okay, du warst 15, wusstest du, dass du nicht eigentlich Alkohol und Zigarette kaufst? Du wolltest Gesetz und Gesetzgeber irgendwie verabten. Also du musst mehr bestraft werden als derjenige, der jeden Tag mit 150 Leuten immer zu tun hat, 16, 15, 16, 15. Und irgendwann, wie das passiert, wie Murphy sagt, wenn etwas schief gehen kann, geht irgendwann schief.